Der politische Zweig, der findet im Untersuchungsausschuss des Bundestages statt. Der will nämlich herausfinden, ob Edati vor den Ermittlungen gegen ihn gewarnt worden ist. Er selbst behauptet ja, vom SPD-Abgeordneten Michael Hartmann informiert worden zu sein. Hartmann soll seine Informationen wiederum vom damaligen BKA-Chef Zierke bekommen haben, was Zierke und Hartmann bestreiten. Also man sieht, da gibt es noch einige Widersprüche und Aussagen, die gegeneinander stehen. Aber der Untersuchungsausschuss, der heute seit 10 Uhr tagt, versucht Licht ins Dunkel zu bringen. Und der hat zunächst einmal in nicht öffentlicher Sitzung heute Zeugen vernommen. Fragen wir nach bei Erhard Schärfer in Berlin. Wer sind denn die Zeugen, die heute Vormittag vernommen worden sind? Das sind durchweg Vertraute von Sebastian Edati. So hatte er es jedenfalls formuliert in einem nicht öffentlichen Teil der Untersuchungsausschusssitzung hier vor gut zwei Wochen im Marie-Elisabeth-Lüders-Haus. Heute sind wir im Paul-Löbe-Haus, haben also die Location, den Ort ein klein wenig gewechselt. Wie gesagt, alles Vertraute. Und das Entscheidende an den Vernehmungen heute ist die Frage, ob die Informationen, die von denen Sebastian Edati sagt, dass er sie bekommen hat. Sie haben es ja eben auch angedeutet über Michael Hartmann vom BKA, ob er über diese Informationen schon früher mal gesprochen hat oder ob das eine Geschichte ist, die er sich dann irgendwann ausgedacht hat, als klar war, dass er keine politische Karriere mehr haben würde hier im Deutschen Bundestag und darüber hinaus. Und deswegen hat er, wie gesagt, vor 14 Tagen im Untersuchungsausschuss in nicht öffentlicher Sitzung diese vier Vertrauten, so hat er sie bezeichnet, benannt, mit denen er schon im November und Dezember 2013 darüber gesprochen haben soll, dass Michael Hartmann ihn über die Ermittlungen informiert, wie er sagt, kontinuierlich auf dem Laufenden gehalten hat. Die vier Zeugen, die, wie gesagt, in nicht öffentlicher Sitzung heute hier vernommen und befragt werden, sind zwei ehemalige Büroleiter von Sebastian Edati, dann ein Bekannter des ehemaligen SPD-Abgeordneten und eine Vertraute noch aus niedersächsischen Zeiten von Sebastian Edati, eine frühere Landtagsabgeordnete der SPD. Mit all denen will er, wie gesagt, schon im November, Dezember 2013 gesagt haben, dass er diese Informationen bekommen hat. Das würde natürlich den Kreis der Mitwisser über die Ermittlungen deutlich erhöhen. Und insofern ist es spannend, ob die vier die Aussagen von Edati heute hier bestätigen. Das werden wir in einer guten Dreiviertelstunde erfahren, denn die nicht öffentliche Sitzung dauert im Moment noch an. Schauen wir nochmal zurück. Vor zwei Wochen hat ja auch der ehemalige BKA-Chef Zierke vor dem Untersuchungsausschuss ausgesagt und dabei ja indirekt eingeräumt, dass er in diesem berühmten Telefonat mit dem Fraktionschef der SPD, Thomas Oppermann, zumindest mal nicht dementiert habe, dass gegen Edati ermittelt werde. Also offensichtlich doch ein gewisses Eingeständnis, dass er nicht offen widersprochen hat. Welche Folgen hat diese Erkenntnis für die weitere politische Aufklärung dieses Falls? Das ist schwer zu sagen. Die Opposition hat da eine ganz klare Wertung vorgenommen dieses Gesprächs und dieses Moments der Befragung von Jörg Zierke, auch hier vor 14 Tagen beim Untersuchungsausschuss. Zierke ist ja da sehr souverän, sehr sicher aufgetreten, sehr detailgenau, auch was seine Erinnerungen angeht. Wenn nicht, hat er schnell noch mal nachgeblättert und nachgeschlagen. Er kam dann, so war die allgemeine Einschätzung der Beobachter bei dem Ausschuss, erst ins Schlingern, wurde unsicher, als man ihn eben auf dieses Telefonat vom 17. Oktober 2013 angesprochen hat und dann sich noch mal schildern lassen wollte, wie das denn abgelaufen ist. Denn es gibt ja es gab verschiedene Versionen dieses Gesprächs. Erst hieß es ja mal von Thomas Oppermann, Jörg Zierke habe ihn in diesem Gespräch bestätigt, dass es Ermittlungen mit Ermittlungen gegen Sebastian Edati zu rechnen sei. Später hat das Jörg Zierke dementiert und gesagt hat, nein, ich habe überhaupt nichts bestätigt. Und dann kam er bei der letzten Untersuchungsausschusssitzung dann ins Schlingern, war auf die Frage, ja, wie haben Sie Thomas Oppermann den klargemacht, dass Sie das nicht kommentieren wollen. Was haben Sie denn wirklich gesagt? Daraufhin wollte Jörg Zierke Einsicht haben in ein Protokoll einer Innenausschusssitzung des Bundestages, wo er das auch schon mal geschildert hat. Also da war aus Sicht der Opposition eine große Unsicherheit. Und deswegen vermutet zumindest man in Reihen der Opposition, dass möglicherweise da doch mehr besprochen worden sein könnte, als beide inzwischen sagen. Vielleicht schauen wir trotzdem noch mal kurz auf den Tag heute, den heute Nachmittag in
öffentlicher Sitzung werden ja zwei weitere Zeugen hier erscheinen. Zum einen wird das sein der Präsident des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz, Wolfgang Hertinger. Ihn wird man dazu befragen, ob Michael Hartmann, der SPD-Abgeordnete, tatsächlich Kontakt zu ihm aufgenommen hat und vor allem, was er von ihm wissen wollte. Ein Kontakt, den Michael Hartmann bei seiner ersten Befragung im Untersuchungsausschuss im Dezember zumindest nicht erwähnt hat, auch weil er nicht konkret danach befragt wurde. Aber wie es heißt, soll er Michael Hertinger gefragt haben, wie das eigentlich abläufe, solche Ermittlungen wegen des mutmaßlichen Besitzes von Kinderpornografie. Das wirft dann auch ein bisschen anderes Licht auf die Kommunikation, die es gegeben haben könnte zwischen Michael Hartmann und Sebastian Edati. Insofern ganz interessant. Und der zweite Zeuge heute Nachmittag in öffentlicher Sitzung, Johannes Kahrs, einer der Sprecher des Seeheimer Kreises der SPD-Fraktion, der auch sehr früh informiert worden und damit sehr früh im Bilde gewesen sein soll, dass es Ermittlungen geben könnte, zumindest gegen Sebastian Edati, was den Kreis der Mitwisser über diesen Vorgang wieder ein klein wenig erhöht. Und insofern die Ursprungsaussage der SPD-Spitze, es sei nur ein sehr, sehr kleiner Teil eingeweiht gewesen in diesen Vorgang, dann zumindest an dieser Stelle nicht mehr so ganz stimmt. Die Erwartungen der Obleute haben wir für Sie zusammengefasst von heute Morgen. Und es beginnt die Vorsitzende des Untersuchungsausschusses, Eva Högel. Im Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages vernehmen wir heute 6 Zeugen. Und das war so, dass Sebastian Edati in der letzten Sitzung bei seiner Vernehmung für uns alle überraschend weitere Personen benannt hat, denen er erzählt hat, dass er von Michael Hartmann vor den Ermittlungen gewarnt wurde und dass die Quelle von Michael Hartmann Jörg Zirke gewesen sein soll, der frühere BKA-Präsident. Wir vernehmen deshalb heute diese Personen, die Sebastian Edati benannt hat. Dabei handelt es sich um 2 frühere Büroleiter von Sebastian Edati, einen persönlichen Freund und eine frühere niedersächsische Landtagsabgeordnete. Außerdem vernehmen wir in öffentlicher Sitzung heute Nachmittag den Präsidenten des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz, Wolfgang Hertinger. Wolfgang Hertinger vernehmen wir, weil Sebastian Edati in seiner Aussage erwähnt hat, dass Michael Hartmann Wolfgang Hertinger angerufen habe, um zu erfahren, wie allgemein in Sachen Kinderpornografie gehandelt wird, welche Ermittlungsmaßnahmen ergriffen werden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft sich verhalten. Und deswegen werden wir Herrn Hertinger befragen, ob das so gewesen ist, ob er mit Michael Hartmann gesprochen hat und wenn ja, was genau besprochen wurde. Außerdem hören wir heute noch unseren Kollegen Johannes Kahrs, denn Sebastian Edati hat uns berichtet, dass er seinen Büroleiter gebeten hat, Johannes Kahrs darüber zu informieren, dass gegen ihn etwas vorliegt in Sachen Kinderpornografie. Und deswegen wollen wir von Johannes Kahrs wissen, ob er informiert wurde, wie er informiert wurde und was genau besprochen wurde. Bei den Zeugen, die wir heute hören, die von Sebastian Edati benannt wurden, handelt es sich um Zeugen aus dem Bereich von Sebastian Edati. Er selbst hat ihnen die Informationen gegeben. Und deswegen wird es darauf ankommen, sehr präzise herauszuarbeiten, wann genau diese Gespräche stattgefunden haben, was genau gesagt wird, welche Informationen gegeben wurde, wie die gesamten Umstände waren der Gespräche und an was konkret die einzelnen Zeugen sich tatsächlich von diesen Gesprächen mit Sebastian Edati erinnern können. Wir vernehmen dann am Nachmittag Herrn Hertinger, den Präsidenten des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz. Herr Edati hat uns in der letzten Sitzung auch mitgeteilt, dass Herr Hartmann bei Herrn Hertinger angerufen hat und sich hinsichtlich der Bearbeitung von Umfangsverfahren im Bereich der Kinderpornografie erkundigt hat. Uns interessiert natürlich vor allem, um was es in dem Gespräch ging, ob es im Detail um die OP Selm ging, welchen Eindruck Herr Hertinger von Herrn Hartmann hatte, ob es vielleicht so sein kann, dass Herr Hartmann etwa im Auftrag von Herrn Edati angerufen hat, welche Namen gefallen sind und all das. Deshalb halte ich heute Herrn Hertinger für einen sehr wichtigen Zeugen. Und wir werden heute auch noch den SPD-Bundestagsabgeordneten Johannes Kahrs vernehmen, der in der Informationskette wohl sehr weit unten steht, dem sein damaliger Geschäftsführer eben Informationen von Herrn Edati und über Herrn Edati zukommen lassen. Aber natürlich wollen wir auch das prüfen, ob auch das sich alles so zugetragen hat. Darum geht es heute im Wesentlichen, wir sind gespannt auf die Erkenntnisse, die sich heute für uns ergeben werden. Wir wissen nicht, ob Sebastian Edati oder Michael Hartmann die Wahrheit sagt. Vielleicht sagen auch beide nicht die Wahrheit.
Heute, glaube ich, aber haben wir einen guten Tag. Bin ganz sicher, dass wir heute 6 Zeugen hören, die die Wahrheit sagen. Kann mir gar nichts anderes vorstellen. Wir werden dadurch zwar wahrscheinlich nicht einen Beweis dafür bekommen, wer nun Recht hat und wer nicht, aber ich glaube, wir werden Indizien dafür bekommen, welche Version mit hoher Wahrscheinlichkeit die richtigere ist. Und deswegen, glaube ich, kommen wir heute ein ganz großes Stück weiter. Also wir haben zum einen Zeugen aus dem engsten persönlichen Umfeld des Herrn Edati, die er selber benannt hat in der letzten Sitzung, in der geheimen Sitzung. Namen, die er sehr spät rausgerückt hat, Namen, denen gegenüber er zum Teil die Namen Hartmann und Zierke zu einem sehr frühen Zeitpunkt als Informationsquellen benannt hat, zu einem Zeitpunkt, wo auch noch nicht unbedingt absehbar war, dass gegen ihn ein Verfahren tatsächlich auch eingeleitet werden wird. Deswegen ist es extrem wichtig für die Wahrheitsfindung auch festzustellen, dass zu einem sehr frühen Zeitpunkt bereits, wo die Geschichte noch nicht so konstruiert sein konnte, darüber gesprochen wurde. Und wir haben auch von der Wertigkeit der Zeugen sehr viel Unterschiedlichkeit heute zu beachten. Wir haben einen Johannes Kahrs, der im Prinzip nur eine Auskunft über Dritte hatte, wo es nur um Karriereplanung ging, wo wir sagen können, okay, da kann auch durchaus Interpretation von Sebastian Edati dabei sein. Wir haben aber auch Personen aus dem allerengsten Umfeld, wo auch intensiver darüber gesprochen wurde, was das zur Folge hat, ob man sich einen Anwalt nehmen muss, mit wem man dazu kommunizieren muss. Auch, dass der Name Hartmann zunächst herausgehalten werden sollte, dass man sich klar war, wenn das herauskommt, dass auch Michael Hartmann ein Problem hat, wo diese Kommunikation also durchaus wesentlich intensiver war, als sie mit einem Herrn Kahrs gewesen sein soll. Ich erwarte mir von den Personen natürlich eine Aussage darüber, ob tatsächlich Sebastian Edati sie ins Vertrauen gezogen hat, ob er ihnen erzählt hat, dass Michael Hartmann ihn regelmäßig mit Informationen versorgt hat. Sollte das tatsächlich so sein, also sollten diese Zeugen heute die Version von Sebastian Edati zu diesen Vorgängen weitgehend bestätigen, dann wird es natürlich meiner Ansicht nach sehr eng für Michael Hartmann, weil ich dann nicht weiß, wie Michael Hartmann hier im Untersuchungsausschuss an seiner bisherigen Aussage festhalten will. Deshalb bin ich der Auffassung, dass wenn wir heute diese Zeugen hier hören, sie entsprechendes aussagen, wir auch der Wahrheit ein gutes Stück näher kommen und zumindest eingrenzen können, welche Version der Geschichte hier die höhere Plausibilität hat und welche der beiden Personen, also Sebastian Edati oder Michael Hartmann, hier auch die größere Glaubwürdigkeit haben. Auch aus klimapolitischen Gesichtspunkten. Und die anderen Obleute aus dem Edati-Untersuchungsausschuss, BKA-Edati-Untersuchungsausschuss, muss man korrekterweise sagen, denn dieser Ausschuss untersucht ja auch Vorgänge beim Bundeskriminalamt, was den Umgang mit Kinderpornografie-Vorwürfen angeht. Ja, im Moment sitzt der Ausschuss nach wie vor in nicht öffentlicher Sitzung zusammen mit den Zeugen, über die wir eingangs hier schon gesprochen haben und über die wir von den Obleuten eben auch gehört haben. Das mag noch eine gute halbe Stunde dauern. Und dann werden Sie hier sicher ein paar Stellungnahmen abgeben zu dem bisherigen Erkenntnisstand, den Sie gewonnen haben. Ob es heute wirklich ein guter Tag wird, wie Armin Schuster gesagt hat, hoffen wir. Aber nach allem, was wir bislang erlebt haben über diesen Ausschuss, bleiben wir auch ein kleines bisschen skeptisch. Denn wie hat Armin Schuster auch gesagt, ob hier möglicherweise 2 Leute nicht die ganze Wahrheit sagen oder überhaupt nicht die Wahrheit sagen, das wird sich möglicherweise erst im weiteren Verlauf des Ausschusses klären lassen, in einigen Wochen und Monaten vielleicht, wenn überhaupt. So viel für den Moment. Wir melden uns wieder, wenn es hier was Neues gibt und das Bundestagsplenum Platz dafür lässt. Einstweilen zurück zu Andreas Klinner. Ja, danke, Herr Schäfer, nach Berlin.